Also, herzlich willkommen bei den Grazer Linux-Tagen. Ich habe diesmal die Ehre, den beiden Einführungsvortrag zu machen. Das ist scheinbar kein Zufall. Wenn ich jetzt nachschaue, Linux, wann ist eigentlich Linux entstanden? Also da Linux damals hat die Version 0.0.1 am FTP-Server zum freien Download online gestellt. Und die Frage ist, wann war das? Weiß das jemand? 1991, klingt schon sehr gut. Gut, wie schauen wir mit Python eigentlich aus? Wann ist Python entstanden? Der Guido von Rossum hat Python entwickelt und hat die Entwicklung so 1989, steht irgendwo, begonnen. Dort hat er begonnen, die Python zu konzipieren. Und das erste öffentliche Release ist dann im Jahre 1991 entstanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Lukas tragt auf den Grazer Linux-Tagen über Python vor. Jetzt könnt ihr euch denken, was mein Geburtstag ist. Das ist scheinbar kein Zufall. Genau. Gut, steigen wir ein. Die Python-Programmiersprache. Bei mir ist immer so, wenn ich über Programmierung rede, dann muss ich mir am Anfang ein Zitat von Donald Knuth oben stehen. Diesmal lautet es, it was nice to learn Python a nice afternoon. Genau. Er ist natürlich ein erfahrener Programmierer, allerdings er behauptet halt, Python kann man durchaus an einem Nachmittag lernen. Ist auch meine Meinung, weil Python ist ziemlich intuitiv, hätte ich behauptet. Man versucht wirklich das Principle of Least Astonishment zu erreichen. Das bedeutet im Usability-Bereich einfach, man möchte den Benutzer möglichst vor Überraschungen und komischen Inkonsistenzen im System den Benutzer eben davor bewahren. Genau das erreicht Python meiner Meinung nach sehr gut und dadurch sind die Python, zumindest meiner Meinung nach, sehr auf einer pragmatischen Ebene sehr angenehm und entwickle sehr gern damit. Okay, der Vortrag ist grundsätzlich als Einführung gedacht, allerdings würde ich trotzdem gern fragen, wer hat jemals in seinem Leben schon mehr als 10 Zeilen Python geschrieben? Okay, das sind 70% oder so, wunderbar. Ich hoffe, für euch ist trotzdem was dabei. Aber gehen wir es der Reihe noch durch und ich werde mal ein paar Konzepte vorstellen. Es ist zuerst einmal so, dass man natürlich Python installieren muss und da kommt man leider schon auf ein kleines, sagen wir, Problem. Es gibt momentan die Migration von Python 2 zu Python 3. Und Python 3 ist nicht rückwärtskompatibel zu Python 2. Der Hintergrund ist der Guido von Rossum hat halt gesagt, okay, Python ist schön, allerdings durch die historische Entwicklung sind halt trotzdem einige Konzepte reinkommen, die nicht intuitiv sind. Jetzt räumen wir mal die Sprache auf. Und damit ist Python 3 entstanden. Das heißt, der Quelltext, der unter Python 2 rennt, muss nicht unbedingt unter Python 3 rennen. Das heißt, man muss sich vorher entscheiden, okay, will ich mit Python 2 entwickeln oder mit Python 3. Was die Feinheiten sind zwischen den Versionen, darauf gehe ich noch ein bisschen ein. Grundsätzlich, der Vortrag arbeitet mit Python 3. Oft wird noch Python 2 erklärt, weil die Migration noch nicht abgeschlossen ist. Aber zum Beispiel Arch Linux, Gentoo Linux haben schon per Default Python 3 im Betriebssystem laufen. Das heißt, User Binary Python referenziert schon automatisch auf die Python 3 Version. Falls es irgendeine Kommentare, Anregungen gibt oder was, gerne während dem Vortrag. Der Vortrag könnte eventuell zu lang werden, in dem Sinn, dass ziemlich viel Inhalt drinnen ist. Deshalb habe ich gar nichts dagegen, wenn es ein bisschen interaktiv ist und wir dafür erweiterte Konzepte weglassen. Okay, gehen wir zum Tutorial. Okay, das Print-Statement ist das erste, was man mal braucht, weil man will ja ein Hello World-Programm schreiben. Das heißt, man möchte irgendwie rausschreiben einen Text und der soll dann sichtbar auf der Konsole sein. Ich verwende jetzt iPython Notebook, heißt es. Im Allgemeinen, wenn man auf der Konsole Python eingibt, das sieht man jetzt nicht wunderbar. Hoppla, das ist auch iPython. Moment. Wenn man Python normalerweise eingibt,
dann erscheint dieser sogenannte REPL, Read Evil Print Loop. Da kann man eben Befehle eingeben und die werden sofort evaluiert, wenn man Enter drückt. Genau, und dasselbe Konzept haben wir jetzt im Notebook drinnen, also es ist jetzt nicht wirklich ein Unterschied, es ist nur von der Oberfläche ein bisschen anders. Okay, wir haben ein Hello World Programm, das heißt wir nutzen das Print Statement, damit wir irgendwas hinausschreiben auf den Standard Out, in dem Fall den Text Hello World. Genauso haben wir Variablen, Python ist sehr dynamisch und dynamisch typisiert. Das bedeutet, ich habe eine Variable, muss ich nicht vorher irgendwie mit einem Datentyp deklarieren oder ähnliches, wie man es aus den kompilierten Sprachen wie C kennt. Und da weist man direkt einen Wert zu. Also hier habe ich der Variable Variable den Wert 1 zugewiesen und danach wieder mit dem Print-Statement schreibe ich diese Variable genau hinaus. Das heißt, am Standard-Out sehen wir dann den Wert 1. Okay. Genauso lässt sich Python wunderbar als Taschenrechner verwenden, ich mache das regelmäßig. In den Vorlesungen, der Professor möchte wissen, was x mal y modulo irgendwas ist, Python ist gleich mein kleiner Taschenrechner, Terminal aufgemacht, Python eingetippt und schon kann man direkt die Formel reinschreiben. In dem Fall habe ich da ein Variable, eine Rechnung gegeben, nämlich 42 minus 5 mal 3. Es gelten die ganz normalen Vorrangsregeln, wie in der Mathematik. Das ist ziemlich intuitiv, also intuitiver als in anderen Sprachen wie C, weil zum Beispiel, kleiner als Variable, kleiner gleich 40. Wer C kennt, der weiß, dass sowas nicht geht. Wer Java kennt, weiß, dass sowas auch nicht geht. Wer PHP kennt, geht auch nicht. Das ist ziemlich einzigartig unter Python, das funktioniert selbst über solche drei Statements und dazwischen sind die Operatoren. Normalerweise müsste ich eben schreiben Variable and Variable und damit ist es ziemlich nah an der mathematischen Notation dran, darauf will ich hinaus. Okay, also Python ist ein wunderbarer Taschenrechner. Wenn wir uns jetzt die Variable anschauen, auch wenn wir sie nicht deklarieren, ist es trotzdem so, dass sie einen Typ hat. Also wenn wir eine Variable den Wert 2 zuweisen, dann ist es ein Integer intern, wird als Integer abgespeichert, genau auf Basis der Anzahl der Bits. Allerdings ist es auch so, dass man, dass diese Integers beliebige Länge haben können. Also Python kümmert sich komplett selbstständig darum, dass keine Überläufe oder sowas entstehen. Das ist auch sehr wichtig in der Softwareentwicklung, weil ich will mich ja nicht immer darum kümmern, okay, könnte da ein Überlauf entstehen. Das ist ja ziemlich nervig und macht Software oft instabil. Okay. Was passiert denn? Da ist Exception oder was ist dann, wenn es einen Überlauf gibt? Den gibt es nicht, weil er rechnet das automatisch zu einer größeren Zahl um. Das heißt, in dem Moment, in dem ein Überlauf entstehen würde, wird er intern mehr Speicher reservieren für diesen Integer. Also ändert also den Datentyp von der Variable? Genau, das macht er alles intern völlig automatisch. Exakt. Darum muss sich der Programmierer nicht kümmern. Genau. Mit Type, mit diesem Funktionsaufruf, kann ich jetzt herausfinden, was das für ein Datentyp ist. In dem Fall ein Integer. Wir werden uns gleich andere Datentypen auch noch anschauen. Den String haben wir auch schon gesehen, weil Hello World früher, das war eine Zeichenkette, ein sogenannter String. Was auch noch sehr wichtig ist in Python, alles, was man irgendwie referenzieren kann, ist auch immer ein Objekt. Das heißt, wenn ich eine Funktion definiere, es gibt in Python Funktionen, das ist ein Objekt. Ich kann Klassen definieren, das ist ein Objekt. Ich kann Instanzen von den Klassen erzeugen, das sind natürlich auch Objekte. Aber auch die primitiven Datentypen, das sind alles Objekte. Mit dir kann ich herausfinden, welche Methoden von diesem Objekt unterstützt werden. Also wenn ich hier Variable verwende, das ist diese Variable, die ich früher definiert habe, also diese erste Initialisierung wurde durch die zweite überschrieben, dementsprechend hat es den Wert 3 jetzt. Und wenn ich jetzt nachschaue, was hat denn dieses Variable für eine Methoden? Das kann ich mit dir machen und da werden sie aufgelistet. Da sind so viele komische Dinge mit Underline, Underline, irgendein Name, Underline, Underline.
Was das genau ist, da komme ich noch ein bisschen später darauf zu sprechen. Okay, was zum Beispiel schon einmal interessant ist, ich kann von einer Variable einen realen Anteil nehmen. Also, ich habe eine allgemeine Zahl, das werden wir auch sehen, das sind unter anderem werden auch komplexe Zahlen unterstützt und jetzt kann ich den realen Wert davon nehmen. Okay, das ist eine Methode, die halt vom Integer-Typ zur Verfügung gestellt wird. Okay, schauen wir uns ein bisschen die Datentypen an. Vielleicht ganz kurz. Bitte. Ich glaube, es ist auch gleich auch noch erwähnt, dass jedes Objekt außer einem eine ID hat, einen Typ und einen Wert. Ja. Fand ich, dass es noch dazu passt. Auf ID komme ich noch zu sprechen, genau. Ja. So, wir haben da verschiedene Datentypen. Die erste Variable A ist der sogenannte None. Den gibt es in anderen Programmiersprachen auch unter dem Begriff Null. Das ist einfach ein Objekt, welches sagt, da ist nicht wirklich was vorhanden. Also die C-Programmierer haben das ganz gern, dass sie irgendein Return Value haben, irgendein Pointer oder sowas. Das ist dann typischerweise ein Null Pointer, wenn nichts da ist, so in der Richtung. Dasselbe Konzept kann man jetzt grundsätzlich im Python verwenden, allerdings haben wir dort Exceptions zur Verfügung, das heißt, die Fehlerbehandlung wird dann ein bisschen anders sein und man muss nicht alles über None lösen. Allerdings hat man grundsätzlich halt einen None-Datentypen. Okay, dann braucht man natürlich auch noch boolesche Variablen, wo man eben sagt, das ist entweder wahr oder falsch und das möchte man dann für Konditionale verwenden, also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann soll dies geschehen, sonst was anders. Aus dem Grund braucht man Boolean-Datentypen. Okay, bei C haben wir noch einen Integer, den haben wir schon kennengelernt. Bei D haben wir Floats, Floating Point Numbers. Das heißt, die haben noch zusätzlich so Nachkommastellen. Der wesentliche Unterschied, und das ist ganz wichtig, ist, dass eben Floating Point Numbers nicht exakt sind. Also in Integer kann man plus 1 zählen oder irgendeinen höheren Wert und man erhaltet genau den Wert, um den Betrag erhöht. Allerdings bei Floating Point Numbers ist das ein bisschen unpräzise. Das heißt, man könnte da statt 1 dann 1,00001 erhalten. Und das ist natürlich für den Vergleich dann ein bisschen gefährlich. Okay, E ist dann ein String, den kann man einerseits mit doppelten Anführungszeichen deklarieren, allerdings auch mit einfachen Anführungszeichen und das ist komplett das Gleiche. Die Idee dahinter ist, dass man doppeltes Anführungszeichen verwendet, wenn man einfaches Anführungszeichen im String selbst benötigt oder eben genau umgekehrt, wenn man das doppelte Anführungszeichen im Text benötigt. Damit man nicht einfach ständig escapen muss. Okay, F ist noch ein sogenanntes Byte Array. Da geht es jetzt primär um einen Unterschied zwischen Unicode und Strings. Darauf werde ich jetzt ein bisschen detaillierter eingehen, weil das ist der wesentliche Unterschied zwischen Python 3 und Python 2. In Python 2 war es so, dass wir Unicode-Datentypen gehabt haben und auch Byte Arrays. Und wenn ich jetzt einfach einen String definiere, dann war der grundsätzlich ein Byte Array. In Python 3 ist es genau umgekehrt. Alles ist per Default ein Unicode-Objekt. Und ich kann explizit daraus ein Byte Array machen. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Wenn wir jetzt irgendwas auf die Festplatte schreiben wollen, dann muss das in einem bestimmten Character-Set abgespeichert werden. Also wir müssen irgendwie definieren, diese Bitmaske korrespondiert genau zu diesem Zeichen. Das muss irgendwie festgelegt werden. Und das legt das sogenannte Character Set fest. Das ist grundsätzlich ein Mapping zwischen dem Glyph und der Bitmaske, die dahinter steht. Unicode nimmt jetzt einen anderen Ansatz, dass sie sagen, wir haben noch eine Ebene dazwischen. Das sind die sogenannten Unicode Points. Wir definieren einerseits ein Character Set, welches definiert, wie ein Unicode-Point auf eine Bitmaske mit, das ist dann ein Charset wie UTF-8. Unicode selbst definiert, wie der Unicode-Point zum Glyph passt. Das heißt, wir haben eine Ebene noch dazwischen.
Und die Idee jetzt dahinter ist, Unicode definiert die ganzen Operationen, die wir brauchen, um jetzt Strings verarbeiten zu können. Also ich will ja nicht für jedes Character-Set quasi die ganzen String-Operationen eigens implementieren. Wenn ich die Länge von einem String herausfinden will, dann ist das pro Character-Set eben eine ganz eigene Definition. Die Idee ist jetzt, wir konvertieren es einmal zu Unicode-Points und für Unicode ist es genau vorgeschrieben, wie diese Normalisierung, Feststellen der Stringlänge, Ersetzen von Substrings und sowas, wie das genau funktionieren soll. Das heißt, Unicode erweitert sozusagen ein bisschen die Idee und abstrahiert noch einmal das Konzept von Character-Sets. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen eine sehr technische Beschreibung. Grundsätzlich, wenn ich jetzt einen Unicode-Datentyp in der Hand habe, was in Python 3 jetzt der sogenannte String ist, dann habe ich eine Sequenz von Unicode-Points. Auf denen sind die Operationen wunderbar definiert, auf denen kann ich wunderbar arbeiten. Hingegen, es gibt noch das Bytes-Array und das kriege ich da herein, wenn ich zum Beispiel eine Datei einlese. Das heißt, wenn ich jetzt File.io oder sowas mache, eine Datei einlese, dann muss ich zuerst das in einem bestimmten Character-Set entgegennehmen und dann ihm explizit sagen, okay, das war UTF-8 Bitblob und jetzt muss ich ihn konvertieren, damit ich wirklich Unicode-Points habe. Und auf den Unicode-Points kann ich dann intern in der Python-Applikation wunderbar arbeiten. Wenn ich es dann wieder rausschreiben will, muss ich hergehen und das Unicode-Objekt wieder explizit in ein UTF-8 Byte-Array konvertieren und das auf die Festplatten schreiben. So. Es klingt ein bisschen strange. Ich meine, die anderen Programmiersprachen machen es nicht und ist ja praktisch. Ich meine, wieso muss ich mich jetzt bei Python drum kümmern? Ganz einfach, weil es alle anderen Programmiersprachen nicht nativ machen und da alle möglichen seltsamen Probleme entstehen. Schaut euch das Internet an, schaut ins World Wide Web, wie viele Umlautfehler da drinnen sind. Genau das ist die Essenz dahinter. Wir wollen Unicode richtig machen und genau das versucht Python dadurch, dass es jetzt nativ Unicode unterstützt. Okay? Gut. Das heißt, wenn ich jetzt einen String habe und einfach der Variable b diesen String zuweise, dann habe ich ein Unicode-Objekt in der Hand. Wenn ich über File.io reinlese, habe ich ein Bytes-Array und das muss ich erst konvertieren in ein Unicode-Objekt. Gut. Wenn ich dann das Unicode-Objekt habe, kann ich prima darauf operieren. Okay, wenn ich ein Bytes-Array explizit haben will, dann kann ich ein b vorne ranstellen an dieses einfache oder doppeltes Anführungszeichen und dadurch erhalte ich das Bytes-Array. Okay, komplexe Zahlen habe ich auch noch versprochen, dass es die gibt. Man kann auch umschreiben, ob i oder j, da können die Elektrotechniker herumfluchen, was jetzt das Richtige ist. Gut. Python verwendet jedenfalls das J, um eben die imaginäre Zahl zu referenzieren und man hat eben nativ schon komplexe Zahlen. Python ist grundsätzlich durchaus in einem akademischen Umfeld entstanden und basiert auf akademischen Konzepten wie List Comprehension, sind ähnlich zu Mengennotation und so. Ist durchaus akademisch und im Anlauf braucht man halt komplexe Zahlen. Da ist es durchaus, da sieht man einen Anwendungsfall. Genau, mit Byten, mit Type der Funktion können wir wieder herausfinden, was für eine Datentypen das alles sind. Es gibt ein paar, das ist jetzt schon ein Detail, aber es gibt ein paar Werte, die existieren im Datentyp, allerdings kann man die nicht so direkt hinschreiben, zum Beispiel Infinity. Also es gibt da diesen IEEE 754 Standard, der definiert, wie Floating Point Numbers ausschauen. Gut, oben habe ich einfach 1.5 hingeschrieben, das geht bei Infinity nicht, da gibt es nicht Inf oder sowas. Dementsprechend muss ich explizit sagen, okay, es soll einen Flow darstellen, der eben Infinity repräsentiert. Genau. So, das waren jetzt einige fundamentale Datentypen und da ist der Beweis, dass Python wirklich Arbitrary Precision Integers hat. Das heißt, ich kann da alles Mögliche überlaufen lassen. Meine Maschine da ist eine 64-Bit-Maschine, deswegen sind diese Beispiele da, die lassen das genau drüber flippen. Und ihr merkt, dass der Programmierer sich nicht drum kümmern muss und da der Überlauf automatisch aufgelöst wird. Falls jemand Python 2 Programmierer ist,
der hat man in der beiden 2-Version gesehen, in dem Moment, in dem es überläuft, wird es repräsentiert, der Integer, am Schluss mit einem L. Das hat man gesehen. Man hat den normalen Integer-Typen und wenn er drüber fliegt, dann schreibt er L dazu. Der sogenannte Long-Typ. Genau. Auch praktisch, wenn man jetzt die binäre Repräsentation braucht, also die Informatiker, die gern binär denken oder hexadezimal oder oktal oder wie auch immer, können die Funktion bin verwenden, um die binäre Repräsentation zu erhalten, alles String. Hexen, die hexadezimale Notation, wie man es halt gerade braucht. Dann kann man nochmal diskutieren, wie ist denn das bei den Programmiersprachen? Es gibt zwei wesentliche Fraktionen unter den Programmiersprachen. Die einen sagen, wir brauchen Immutable State, die anderen sagen, wir brauchen Mutable State. Mit Mutable State haben wir viel Erfahrung. Die ganzen Betriebssysteme sind mit C geschrieben worden, das ist komplett basierend auf Mutable State. Die funktionalen Hacker unter euch, die wissen, dass Immutable State viel besser ist, allerdings die Konzepte sind noch nicht so ausgereift. Okay, was heißt das jetzt überhaupt? Wenn wir einen Wert in einer Variable speichern und wir operieren jetzt darauf, ist das Konzept von Immutable, ich kann diesen Wert niemals modifizieren. Ich kann dieser Variable zum Beispiel einen ganz anderen Wert zuweisen, allerdings überschreiben den ursprünglichen Wert, den kann ich nicht. Also zum Beispiel, ich nehme die Variable a, weise ihr den Wert 1 zu und jetzt sage ich, diese Variable plus 1, dann wird dieser Wert niemals geändert. Also die Speicherstelle, wo diese 1 abgespeichert wird, die wird niemals modifiziert. Okay, das ist das Konzept von Immutable, unveränderlich. Python macht da genau zwischendrin, einerseits Immutable, andererseits Mutable. Wir haben auch Datentypen, wo wir einen Speicher reservieren, zum Beispiel für ein Array, und dann geben wir neue Elemente dazu und da wird wirklich dieses Array, wo der Speicher dafür reserviert worden ist, verändert. Das heißt, zum Beispiel ist das das Problem, wenn ich zwei Variablen habe, die referenzieren auf denselben Wert. Wir haben immer Reference by Name, das bedeutet, wir haben einen Namen und die referenzieren immer nur Speicherstellen. Okay. Wenn wir jetzt ein Immutable haben, dann wird diese Speicherstelle, die von zwei Objekten, also zwei Variablen, referenziert werden, niemals verändert. Es kann nur ein neuer Wert entstehen. Beim Mutable hingegen verändert sich es und plötzlich ist der Wert von beiden Variablen unterschiedlich. Wir werden später noch ein kleines Beispiel dafür sehen. Mit ID finde ich jetzt die Adresse, die wirkliche Rechenadresse heraus. Was heißt wirklich? Naja, es gibt halt die Byte-VMs sozusagen, wo eben Byten der Programmcode ausgeführt wird und da gibt es halt auch Speicherblöcke und für die ist halt diese Adresse eindeutig. Und okay, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Variable a, die ist gleich 1 und Variable b ist gleich 1, dann kann ich hergehen und bei Immutable State sagen, okay, beide referenzieren auf demselben Wert, weil ich kann mich ja darauf verlassen, dass dieser niemals modifiziert wird. Hingegen ein Array in Byte, das ist mutable. Das heißt, wenn ich eine Variable a habe und da erstelle ich ein neues Array und weise das zu und dann erstelle ich eine Variable b, weise ich wieder ein Array zu, ein neues, dann habe ich zwei unterschiedliche Arrays. Hingegen bei der Zahl habe ich nur einen, weil das ist immutable. Das ist jetzt nichts weiter, das kleine Snippet, als das ist immutable. Wir können immer dieselben Objekte referenzieren, wenn wir denselben Wert wiederverwenden. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen pragmatisch erklären, was für eine Rolle hat denn das? Es ist einfach so, dass wir Werte, Variablen zuweisen und die Frage ist halt jetzt, wird dieser ursprüngliche Wert modifiziert? Muss ich da irgendwie aufpassen, wenn ihr eine Liste übergibt und dort ein Element hinzufügt? Ihr müsst euch dessen bewusst sein, was immutable ist und was mutable ist. Das müsst ihr unterscheiden, weil davon hängt halt dann der Umgang mit dieser Variable bzw. im Speicher dahinter ab. Die simplen Datentypen unterstützen alle Immutable State. Hingegen werden wir jetzt zu
komplizierteren dann kommen, also komplexen Datentypen, dort haben wir Mutable State. Kurz noch zu Strings. Wie erwähnt sind es Unicode-Objekte, das heißt Sequenzen von Unicode-Code-Points. Und ich will euch kurz erklären, weil manchmal das verwirrt die Anfänger. Das schaut manchmal unterschiedlich aus. Wenn ich auf der Konsole einfach nur den String hinschreibe, schaut es möglicherweise anders aus, als wenn ich print diesen String mache. Was ist denn da der Unterschied? Also beiden Teilen zwischen der Repräsentation und der String-Repräsentation. Mit dem State, mit der Funktion Repr kriege ich die Repräsentation heraus. Hingegen mit str kriege ich die String-Repräsentation heraus. Die Idee ist jetzt folgendes: Es gibt Repr, das soll eine Repräsentation zurückgeben, die eindeutig ist für den Inhalt dieser Variable. Das Praktische ist, wenn ich mir hier anschaue, Repr, dann kann ich diesen String wirklich hernehmen, kopieren und jetzt fügen wir da eine Zelle runter ein und darin wiederverwenden. Der ist genau richtig escaped und sowas, deswegen ist da extra dieses einfache Anführungszeichen drin. Hingegen bei String tue ich so rausschreiben, wie es der Mensch am liebsten repräsentiert hat, damit er es gut lesen kann. Repr für einen Entwickler, eine gute Repräsentation, die eindeutig ist wirklich für den Inhalt vom Objekt. Hingegen String, die Repräsentation, die letztendlich zum Beispiel auf dem User Interface ausgegeben werden soll. Auf der Konsole, auf der Web-Oberfläche oder wie auch immer. Okay. Wir haben auch Multilines. Das bedeutet, wir können Strings definieren, die über mehrere Zeilen hinweggehen. Ich kann zwar explizit sagen, vergiss dieses Newline, das zwischen zwei Zeilen ist, also wenn ich einen Zeilenumbruch mache, vergiss dieses Newline, das dazwischen ist, wenn ich einfach die vorige Zeile mit einem Backslash terminiere. Damit vermeide ich eben, dass die Zeile umgebrochen ist. Allerdings, wenn ich jetzt dreifache, doppelte oder einfache Anführungszeichen verwende, dann kann ich eben über einen ganzen Block schönen Text schreiben. Das ist natürlich praktisch, wenn man zum Beispiel in einem String doppeltes und einfaches Anführungszeichen verwenden will und man das ganze Escaping sparen will. Dann verwende ich das Dreifache und die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Text ein dreifaches doppeltes Anführungszeichen und ein dreifaches einfaches Anführungszeichen vorkommt, ist gering. Also ist praktisch, um einfach Quelltext zu definieren, der zum Beispiel über mehrere Zeilen geht. Okay. Da kommt unsere erste Methode ins Spiel. Also ich habe erwähnt, dass Python immer in Variablen halt die Objekte drin hat und darauf kann ich mit Methoden operieren. Also wer das noch nicht versteht, das ist Objektorientierung. Der Bereich der Objektorientierung und ist halt, wie soll man sagen, das ist nicht das erste Konzept, was man in der Programmierung lernt. Und in Objektorientierung muss man auch mal eine eigene Einführung machen. Ich habe da leider nur 40 Minuten Zeit, aber wenn es der Roland Knut in einem Nachmittag geschafft hat, 40 Minuten sind leider kein Nachmittag. Gut. Format ist die erste Methode, die wir verwenden. Format geht her und nimmt im String so spezielle Sequenzen her und ersetzt Text da drinnen. Also mit diesen geschwungenen Klammern, die ich da in Multiline drinnen definiert habe, setze ich Text, und zwar gegen welchen Text? Naja, die Argumente für die Format-Methode. Genau, dadurch ist es halt recht einfach, Werte einzusetzen. Also wenn ich hier schaue, ich habe dieses Template, und darin habe ich geschwungene Klammern, und hier wird der erste Wert eingesetzt, das erste Argument, das heißt Message. Hier unten wird das zweite Argument eingesetzt, also Lines. Und dann erhalten wir, this is a rather lengthy message, and therefore break it into several lines. Genauso kann ich Indexing durchführen, beziehungsweise Slicing, mit eckigen Klammern nach der Variable, greife ich auf bestimmte Indizes von dieser Sequenz zu. Es ist null passierend, das bedeutet,
das erste Element in einer Sequenz ist immer, hat den Index 0. Und jetzt kann ich auch mit doppelten, Doppelpunkt, so, definieren. Ich möchte auf einen Bereich zugreifen. Ich will zum Beispiel vom 0. bis zum 5. Element alle Werte rausnehmen. Die 6., 7., 8., 9., die interessieren mich nicht. Ich will 0 bis 5. In beiden ist es so, dass der erste Wert inklusive ist, der letzte exklusive. Das ist eine generelle Konvention für beiden. Ist praktisch, weil man sich einfach für plus 1, minus 1 und sowas erspart. Kann man natürlich auch kritisieren, die Mehrheit der Sprachen verwendet eher inklusive. Okay, also Indexing mit eckigen Klammern auf die einzelnen Indizes zugreifen. Okay, das ist jetzt ein bisschen ausprogrammiert, was ich früher über Unicode erzählt habe. Behaupten wir, wir kriegen durch eine Datei jetzt einen Text herein. Das ist dieses komische Username is MeisterLuke, E-Mail gleich admin. Dieses Byte-Array, weil da haben wir ja vorne herangeschrieben, dieses weiche B. Das ist ein Byte-Array. Das ist so, wie wenn ich es von einer Festplatte lese, dann kriege ich das Byte-Array herein. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt will ich intern mit Unicode arbeiten. Das heißt, ich muss irgendwie transformieren, dieses Byte-Array, in ein Unicode-Objekt. Der sogenannte String in Python. Das mache ich jetzt, indem ich dieses Byte-Array darauf die Methode decode anwende. Und da gebe ich explizit an, was war denn das ursprünglich für ein Character-Set? Da sage ich explizit, das war UTF-8. Jetzt geh her und verwende diese ganzen Regeln, damit du von der Bitmaske auf den Unicode-Point kommst. Für UTF-8. Jetzt habe ich in der Variable Content wirklich das String-Objekt. Auf dem kann ich wunderbar operieren. Alle String-Operationen sind wunderbar definiert und ein- und frei vorgeschrieben. Und zum Beispiel die Länge davon nehmen ist perfekt berechnet, weil da unten sehen wir, es gibt einen Unterschied. Ich habe einerseits oben bei dem Len einmal die File-Content hergenommen und das war das Byte-Array und einmal die Länge, das war der Content. Und File-Content ist das Byte-Array, Content ist der String, die ganzen Operationen drauf, wie zum Beispiel Stringlänge herausfinden, auf dem Byte-Array zählt es die Bytes ab. Hingegen, am Unicode-Objekt sehe ich halt wirklich die Länge vom String. Da gibt es jetzt einen Unterschied, weil ich oben bei MeisterLuke Oma Epsilon drinnen verwendet habe. Also ich habe es durch diese spezielle hexadezimale Notation hier ein Epsilon, glaube ich, war das? Ja, ein Epsilon verwendet. Und dadurch unterscheidet sich natürlich die Stringlänge von der Byte-Länge. Okay, genau, da tue ich noch einen Wert einsetzen, etc. Und wenn ich es am Schluss wieder auf irgendeine Datei schreiben will, dann kann ich explizit Encode verwenden und auch wieder das Character Set angeben. Oder wenn wir das Open verwenden, um jetzt in einer Datei zu schreiben, kann ich explizit Encoding angeben. Okay, komplexe Datentypen. Es gibt verschiedene, wie zum Beispiel das Array. Das ist so ein klassisches Array, wie man aus C oder ähnlichen Sprachen kennt. Allerdings, es wächst halt selbstständig. Also man kann jetzt, es wird die Boundary überprüft und wenn man Element hinzufügt, dann wird auch das größer gemacht. Also die C++-Programmierer würden Vektor dazu sagen. Und wir haben Sets, die sind super praktisch und ganz wichtig und die haben wir in allen anderen Folgen gesprochen. Ja. ein paar anderen habe ich Sets drinnen. Haben den Vorteil, ich kann keine zwei äquivalenten Werte reinschreiben. Also ich habe ein Set von 1, 2, 3, 4, 5, 6 und noch einmal den 1er. Dann geht dieser zweite 1er verloren, weil schon ein Element mit dem Wert 1 drinnen existiert. Das heißt, ein Set, so wie wir es in der Mathematik verstehen. Ein Tupel ist eine Sequenz. Der Unterschied ist ganz wichtig und fundamental für Python. Das ist der Unterschied zwischen einem Tupel und einem Array. Das Tupel ist immutable wieder.
ein Array ist mutable. Das heißt, ich kann nicht hergehen und einem Tupel ein Element hinzufügen. Weil es wird das Objekt modifizieren und das darf ich nicht, wenn es immutable, da es immutable ist. Beim Array kann ich sehr wohl Objekte hinzufügen. Okay, wofür verwende ich jetzt Tuples und wofür Arrays, also Listen heißt es eigentlich. Dafür kann ich definieren, okay, wenn ich eine Sequenz von Elementen habe, einfach nur, okay, ich kriege zum Beispiel da rein noch Nachrichten herein und die Nachrichten will ich da rein noch abarbeiten in meinem Programm. Dann habe ich eine Liste, darin sind die ganzen Objekte drinnen. Das ist ein klassischer Anwendungsfall für Liste. Hingegen, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Zuordnung, zum Beispiel ich will mich zu einem Server verbinden, da habe ich einen Hostname und eine Portnummer. Die zwei können irgendwie von der Semantik her irgendwie zusammen. Ich kann jetzt nichts mit dem Hostname allein anfangen, da kann ich mich nicht verbinden, brauche die Portnummer dazu. Die können irgendwie semantisch zusammen, die bilden eine Einheit. Das ist wunderbar fürs Tupel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich das auch ändern wird, also ist auch gering, weil ich habe halt wirklich für diesen Server diese Portnummer und darin speichere ich jetzt diese Daten für diesen einen Server. Das ist ein Anwendungsfall fürs Tupel. Also das Wichtigste ist immutable versus mutable. Okay, und Dictionary ist eine Key-Value-Zuordnung. Wir haben einen Schlüssel, das ist in dem Fall 1 und 2, ne? 1 und 3. Das sind die Schlüssel und denen will ich Werte zuordnen. Wichtig ist im allgemeinen Fall, also der Value kann beliebig sein, das können beliebige Objekte sein, sowas wie Listen, Integers, komplexe Zahlen, Tuples. Hingegen der Key, der muss ein Immutable sein, der darf nicht verändert werden. Wer ein bisschen Ahnung von Datenstrukturen hat, der weiß halt, dass da Caching im Hintergrund verwendet wird und beim Hashen muss halt eindeutig zu jedem Zeitpunkt muss dasselbe Hash herauskommen, deswegen muss es immutable sein. Okay. Davon, von diesen Sequenzen, komplexen Datentypen, kann ich immer die Länge herausfinden. Und ja, wie erwähnt, ein Zero-Based Indexing. Um größere Sequenzen zu erzeugen, bieten sich auch die List Comprehensions an. Und die List Comprehensions schauen so aus, dass ich immer so eine Schleife baue, dieses For, der Iterator in einer Sequenz. Also dieses For und In sind Schlüsselwörter in der Python-Programmiersprache. Und auf der linken Seite sage ich, okay, wie soll dieser Wert, der letztendlich in diese Liste eingefügt wird, ausschauen. Da kann ich zum Beispiel sagen, 1 hoch 2. Also genau das, also den Wert i mal i. Und wenn ich jetzt über die Zahlen 0 bis 20, wir haben erwähnt, das erste ist immer inklusive, das letzte exklusive, das heißt der 20er ist eigentlich immer drin, wir haben 0 bis 19. Und davon nehme ich immer das Quadrat, dann erhalte ich diese Zahlensequenz. Genau. Ich habe in der Vortragsbeschreibung auch ein bisschen erwähnt, dass ich auch Kritik anbringen werde. Es gibt das Random-Modul, wenn ich da sage Random Integer, dann kommt es schon vor, dass da drinnen inklusive vorkommt. Das ist eine Inkonsistenz, das mag ich grundsätzlich nicht. Und das macht es natürlich nicht so intuitiv, man muss sich das eigentlich immer merken. Random ist eigentlich wirklich ein Ausnahmefall, die meisten fallen wirklich inklusive, exklusive. Bei Random ist das leider nicht der Fall. Durchaus eine Kritik meiner Seite. Genau, Python macht keine Coercion, das heißt, wir werden nicht von einem Datentyp über irgendeine kruden Regeln in einen anderen Datentyp herumkonvertieren. Wenn ich einen String ans habe und einen Integer ans, ist das einfach nicht dasselbe. Wir versuchen da nichts zu interpolieren oder so ähnlich, wie es zum Beispiel PHP macht. Das ist wirklich getrennt und da wird auch der Datentyp überprüft. So,
Und da wollte ich noch kurz darauf referenzieren, dass eben wir wirklich im Speicher jetzt den Integer haben und darauf können wir verschiedene Namen ansetzen. Wenn wir zum Beispiel, wir erzeugen, wir erwähnen, einmal ein a, dem wird der Wert 1 zugewiesen. Und jetzt kann ich ja sagen, b ist gleich a. Dann bekommt b genau denselben Wert wie a. Das ist immer bei name, das bedeutet, wir haben ja wirklich nur sowas wie zwei Schilder, die zeigen auf dieselbe Speicherstelle. Und wie viele Schilder da sind, das kann ich selbst im Programm definieren. Brauche immer nur, ist, das, der eine Wert ist gleich dem anderen Wert. Genau, jetzt geht mir schon leider die Zeit aus, ich hätte noch viel zum Reden. Aber ich würde noch gerne ein bisschen Platz lassen auch für Fragen. Das heißt, gibt es allgemeine Python-Fragen oder... Ja, bitte. Aber wie ist das mit dem Einrücken? Kann ich beliebig einrücken oder ist das irgendwie... Genau. Absolut richtig, zu dem Kapitel finde ich leider einen Kommentar. Erst kommt es bei den Control-Flow-Statements. Also die Frage war, wie geht das jetzt mit der Einrückung, mit der Indentation? Bei Python ist es so, dass es Indentation-sensitive ist. Das ist die sogenannte Off-Rule. Und die sagt, wir sind es in C und sowas ähnlich gewohnt, dass wir immer hergehen und die geschwungenen Klammern irgendwie ansetzen und dann, wenn ein Block zum Beispiel unter einer Bedingung hängt, dann rücken wir diesen ein. In Python machen wir so, dass wir das explizit fordern und dafür uns die geschwungenen Klammern sparen. Das bedeutet jetzt für den Programmierer, wenn jetzt zum Beispiel ein Conditional schreibt, so wie hier. Nur unter der Bedingung, dass dieser Wert hier wahr ist, true ist wahr, ja, dadurch wird dieses Statement hier ausgeführt. Und zwar muss dieses eingerückt sein. So, wie ist das jetzt mit Einrückung? Wie macht man das? Python, der Style Guide schreibt vor vier Spaces. Bitte verwendet das auch. Tabs und sowas kann man die Vorteile auch davon sehen. In Python haben wir wirklich uns darauf geeinigt, dass wir vier Spaces verwenden und das ist eben für Python die Konvention. Es geht auch mit Tabs, unter sehr eingeschränkten Möglichkeiten kann man sogar mischen, würde ich überhaupt nicht empfehlen, weil dann könnte es natürlich passieren, dass ein Tab zum Beispiel eher die Einrückung 2 erkennt und eigentlich haben wir 4 gemeint und dadurch wissen wir jetzt nicht mehr, auf welcher Ebene arbeiten wir da eigentlich. Okay, also wenn irgendeine bedingte Anweisung ist, wird es eingerückt um 4 Spaces. Ich habe gerne 2 Spaces. Kann ich das auch verwenden oder muss ich 4 machen? Nein, ist auch möglich. Der Interpreter kümmert sich darum, das ungefähr zu erkennen. Also wenn konsistent überall 2 verwendet wird, Interpreter erkennt das und wird es auch entsprechend so verwenden. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, da vom jeweiligen Editor dieses Convert Types Spaces zu verwenden. Genau, richtig. Also soll man automatisch konvertieren, Tabs to Spaces. VIM zum Beispiel, wer noch die richtigen alten Editoren, gut etablierten verwenden will, schreibt eben hier Set Expand Tabs und dadurch wird automatisch jeder Tab konvertiert zu Spaces und man kann durch, was war das, Tab Stop, oder? Na, Tabs. Durch welche Optionen man kann auch einstellen, wie viele Spaces da ersetzt werden sollen. Was sind denn so die Top-Anwendungsgebiete und welche, wo du sagst, überhaupt nicht da zum Handeln? Ja, die Top-Anwendungsgebiete von Python. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein und kann man auch umstreiten. Allerdings hätte ich gesagt, die Top-Anwendungsgebiete sind einerseits Web-Development, Django ist durchaus populär geworden, Plone ist zumindest meiner Meinung nach nicht so populär, also auf Hacker News und ähnlichen Portalen Reddit liest man jetzt so viel über Plone, da ist Django wesentlich beliebter. Der Armin Ronacher, der einmal in Graz hier war, der hat Flask geschrieben, ein Micro-Framework, das bedeutet, da wird wirklich sehr wenig zur Verfügung gestellt und man kann dann auf Basis sehr kleiner Elemente seine Web-Applikation aufbauen. Und der zweite wichtige Anwendungsfall ist halt Scientific Community, das heißt das ganze wissenschaftliche Arbeiten. Da haben wir zum Beispiel Pakete wie SciPy oder NumPy, Matplotlib oder Scikit-Learn. Das sind Pakete, mit denen man im akademischen Bereich
sehr gut arbeiten kann, das braucht man im akademischen Bereich. Man hat Daten, man will die irgendwie visualisieren, man will darüber Filter legen, man will Bildverarbeitung durchführen. Für sowas eignet sich wunderbar SciPy. NumPy arbeitet sehr effizient mit Integers, ich habe erwähnt, dass immer der Übertrag aufgelöst wird. Das ist natürlich, geht ein bisschen auf die Performance. Das heißt, wenn man das ein bisschen ausschalten will, dann nimmt man NumPy her und da entstehen die Überläufe, aber das ist wesentlich schneller dafür. Und damit kann man wesentlich besser dann vielleicht große Bilder oder sowas irgendwie speichern, ohne wirklich da so viele Integers zu haben, wo immer der Überlauf aufgelöst wird. Also meiner Meinung nach, die Top-Anwendungsgebiete sind Web Development und die Scientific Community. Bitte noch einmal. So, in der Systemadministration generell, ja. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber so 80% meiner Software, die so geschrieben habe, ist Python. Wie viel Prozent der Software ist Python und insbesondere im Sysadmin-Bereich? Es ist so, dass die Betriebssysteme stark auf Python setzen, also insbesondere im Bereich Benutzeroberflächen oder ähnliches. Wird Python eingesetzt. Jeder, der Ubuntu hat, hat schon ein Python vorinstalliert, weil er sonst so viel Stollen verwendet wird. Im Sysadmin-Bereich, ja, für das Scripting basiert auch auf Python, wird auch aufgrund seiner schönen Syntax sehr gern dafür verwendet. Das Problem ist halt, im Vergleich zum Shell-Scripting ist es halt nicht so leicht, okay, wir starten einen anderen Prozess, warten, bis der terminiert, überprüfen dann in Return. Ich meine, von Seiten Python kann ich nicht kritisieren, dass da die Bibliotheken schlecht sind oder sowas, aber es ist ein bisschen kompliziert, weil bei Shell-Scripting schreibst du wirklich nur einen Ampersand dahinter und dann wird es schon im Hintergrund in einem eigenen Child-Process ausgeführt und das geht halt in Python nicht einfach nur durch ein Symbol. Das ist halt leider so. Andere Fragen? Wie schaut das aus? Und zwar, wenn ich das vergleiche von Java, wo ich mehrere Möglichkeiten GUI zu Standard oder verschiedene Möglichkeiten auf Python. Du meinst von Java, wie kann man interfacen auf Python? Nein, das nenne ich jetzt nicht, sondern nur verglichen vom Konzept her. Es gibt das Awful Winter Toolkit unter Java und genauso wie Swing, teilweise andere Frameworks. Also einfach nur von den Bibliotheken her, was der Unterschied ist zwischen Python und Java, oder? Nein, nur in dem Konzept, weil wie kann ich mit Python GUIs entwickeln? Gibt es GUI Standard Frameworks oder sowas? GUI Development unter Python ist nicht so in Java, weil Java liefert halt mit der JRE wirklich das Swing mit, das auch eine Oberfläche ist. Das macht Python nicht, weil sie einfach gesagt haben, das ändert sich so stark in den Betriebssystemen, das machen wir nicht. War eine wesentliche Entscheidung in der Entwicklung der beiden Programmiersprache, ob sie das machen oder nicht. Sie haben gesagt, nein, machen wir nicht. Es gibt PyGTK und PyQt, das sind Bindings auf Qt und GTK, wo man eben die ganze Web-Oberflächen selbst auf objektorientierte Ebene zusammenbauen kann. Der andere Ansatz ist natürlich, dass man einfach in einem Designer quasi die Oberfläche macht. Und dann ist das ein XML-File, das man wieder einliest und dann definiert man nur mehr die Logik dahinter, hinter diesen Oberflächen. Also das sind die zwei wesentlichen Konzepte. Okay, jetzt geht mal wirklich die Zeit aus. Kurz, wo steigen wir, wo setzen wir jetzt ran? Es gibt die offizielle Dokumentation, die ist meiner Meinung nach sehr gut. Es gibt Dive into Python, das ist ein Tutorial, wer wirklich von Anfang nochmal das lernen will. Und falls wer wirklich interessiert ist, dann kommt auch in unsere User Group. Wir treffen uns jeden ersten Dienstag jeden Monat bei graz.org. Da reden wir über die Python-Programmiersprache monatlich. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit.